Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Doppal. Also wir haben letzte Mal wieder eine tolle Frage ausgegraben, finde ich, nämlich das Wollen. Müssen wir eigentlich mehr Zukunft wollen? Und ich frage mich dann, sag mal das Wollen, wo kommt das eigentlich her? Können Sie das mal für uns kurz sortieren? Ja, das ist eine gute Frage und höchstwahrscheinlich auch ein ungelöstes Problem. Aber wie immer gibt es ein klassisches Vorbild, Aristippos von Kyrene, und der war Weggenosse von Sokrates, der uns wie immer hier im Hintergrund begleitet. Und der hat die intrinsische Motivation erfunden. Und zwar, das hieß natürlich damals nicht so, hat er herausgearbeitet, dass es genau zwei Dinge gibt, die Menschen antreiben. Und zwar die Lust an etwas und die Vermeidung von Angst. Ah, das ist interessant. Die Lust an etwas und die Vermeidung von Angst. Ich habe das Gefühl, Vermeidung von Angst hat sich ausgedehnt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte. Auf jeden Fall mal im Business, um zu sagen, da haben wir nur noch Risikoaverse. Da müssen wir die Quartalsergebnisse schaffen. Und das Lustvolle ist so ein bisschen irgendwie ins Abseits geraten. Möglicherweise sind wir nur noch ein halber Mensch, wenn wir ins Management kommen. Absolut. Das mit dem halben Menschen ist ja schon wieder ein philosophischer Hinweis. Tatsächlich ist es so, dass die Idee des Hedonismus den Altmeister Platon aufs Feld geschickt hat, der dann gesagt hat, also so weit kommt es noch, dass wir hier das Lustvolle als menschlichen Antrieb bezeichnen. Und da hat er den Menschen gleich geteilt und hat gesagt, also das, was den Menschen auszeichnet, ist sein Logos. Und das, was sein Lust ausmacht, das hat er dann mal unter die Gürtellinie verlegt und hat gesagt, also das ist ja wohl minderwertig. Seitdem sind wir nicht mehr lustvoll. Okay. Ja, wir müssen jetzt darunter leiden. Wobei ich kenne ein paar, bei denen funktioniert es trotzdem noch, ehrlich gesagt. So, aber die Frage, das Gestalten, das Wollen, die Auslöser dafür. Wenn wir jetzt sagen, möglicherweise ist der Logos, der Sinn, zu dominant geworden, könnte das ja auch damit zu tun haben, dass wir sagen, das ist wertvoller, auch in unserer eigenen Beurteilung. Wir holen uns Horden von Experten, Beratern vor einer Entscheidung dazu, möglicherweise auch, um gar nicht mehr entscheiden zu müssen, sondern nur noch das rational Nachvollziehbare zu machen. Genau richtig. Also es ist doch so, dass sich das platonische Weltbild als Hellenisierung des Abendlandes durchgesetzt hat und damit der Logos. Und der prägt auch unseren Wissenschaftsbegriff. Das führt zu der wunderbaren Situation oder sonderbaren Situation, wenn ein Wissenschaftler nicht etwas objektiv und emotionslos zerschneidet und analysiert, sondern wenn der etwas will, verliert er seine wissenschaftliche Basis. Ja, ist interessant. Haben wir hier bei Coronavirus auch gesehen. Ne? Die halten sich raus, die analysieren. Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Trotzdem muss ja einen geben, der irgendwie will. Und wenn der Wille immer nur auf das nächste Quartalsergebnis zielt, entsteht da wahrscheinlich eine Schwäche. Ja, absolut. Also ich verstehe das so, Sie ziehen darauf ab, dass unsere Manager ein wenig risikoavers sind. Ja. Also lustvoll sind sie zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Also wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich schlaue, trainierte Marathonläufer, die schon konsequent sind, aber lustvolle Typen habe ich nicht vor Augen. Na, das ist auch nicht. Also ich glaube, die Manager an sich sind tatsächlich eine Kaste, sage ich jetzt mal, bei denen die Risikoaversion und Risikovermeidung entoptimiert würde, um mal Ihre Worte zu benutzen. Das sehen Sie ja auch daran, dass die selber gar nichts mehr sagen, sondern Redenschreiber haben und PR-Agenturen. Und wenn Sie mal was Falsches sagen, dann wird eine Maschinerie in Gang gesetzt, dass Sie bloß nicht falsch verstanden werden. Ja, also was doch interessant ist, Herr Schmidt, das Thema Lust lässt mich nicht los, wie Sie merken. Ist vielleicht für uns Deutsche irgendwie auch nochmal ein besonderer Begriff. Gibt es Vorbilder, wo man sagt, an denen kann man sich orientieren? Ja, das glaube ich schon. Also der Manager, der lustvoll etwas gestalten will, den gibt es, der heißt nur Unternehmer. Ah, okay. Also pass auf, lassen Sie uns das noch nächste Mal nehmen. Das Thema Lust, brauchen wir lustvollere Manager? Wie sehen die aus? Gibt es andere Beispiele, die wir zu Rate ziehen können, um uns da mal weiter voranzudenken?
Sehr gute Frage. Ich freue mich aufs nächste Mal. Herr Schmidt, vielen Dank. Vielen Dank.